Willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3. Ich würde mal da gehen. Geh zum überfluteten Tempel. Felder des Elends. Da hinten. Na, dann machen wir das mal. So, was habe ich jetzt für neue Fähigkeiten? Ich muss erstmal alle. Muss ich erstmal alle benutzen hier. Wir beide sind gar nicht so verschieden. Und wir halten jetzt auch wieder mehr aus. Steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Malma. Dann müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten. Hast natürlich keine Schuld dran. Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Von wem sprecht ihr? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt zufällig. Die Reliquie, hinter der die Diebe her sind. So wie du, ne? Wo ist die Reliquie? Ich gab mein Wort zu schweigen. Genug. Lasst Sascha gehen und gebt ihr die Reliquie zurück. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Ja. Schnell erledigt, würde ich sagen. Dieser Höllenpfuhl hängt ja mit unseren Gedönsigkeiten zusammen. Boden mit Lava zu überziehen. Okay, ja, das ist tatsächlich. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob er tatsächlich gleich einfach so stirbt. Na, gucken. Aber stirbt, wenn er bei 15% ist. Ich guck grad oben. Jau. Hilft. Der Fluch hilft. Das ist nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Gut. Und nu? Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ja. Natürlich, mein Schatz. Was? Ihr wollt mich begleiten? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antibiotika. Oh, 50% mehr Schaden. Der ist auch besser. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja. Oh! Und ich will bestimmt nicht hier. Raelenas Schattenhaken. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in nochmal 60% mehr Schaden und 50% mehr Zähigkeit gibt's ja gar nicht. Raelena gehörte zu den gewandtesten Kämpfern unter den Priestern von Radmar. Sie ebnete sich ihren Weg durch die Reihen der Feinde mit der Intelligenz einer Tänzerin und ließ nichts als Knochen zurück. Perfekt. Und ist das auch noch eine... Nee, ist eine Zweihandwaffe. Okay. Trotzdem fett. Jetzt machen wir schon wieder zu viel Schaden. Jetzt muss ich schon wieder auf Qual 2 eigentlich hochstellen. Der Totenbeschwörer ist mega. Und irgendwie wird's immer leichter, das Spiel. Wir müssen hochschalten, langsam. Ja, dann lass uns quatschen, mein Lieber. Und eure Verlobte? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin... Das hat nichts mit deinem Aussehen zu tun, aber dein Charakter. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Das läuft schon. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Okay. Seid ihr Nephalem? Die gibt's doch seit Jahrtausenden. Ja, genau. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Länger eigentlich. Also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holt, folgt mir. Ich kenne das ja. Damit ihr sie überquert. Ihr auch. Zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers. Und jetzt wollen wir gleich mal Gegner wiederbeleben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das spielt. Also ich muss sagen, dass das nochmal sehr spannend ist, einen komplett neuen Charakter hier zu erleben. Das ist natürlich was anderes, als wenn wir jetzt nochmal mehr Geschichte dazu bekommen hätten, aber haben wir ja auch teilweise schon gespielt, vor 4 Wochen. Sind das Alarics, Leute? Nein, ihre Geschichte ist eine ganz andere.
Ich hätte gerne einen Haufen Skelette oder so nochmal irgendwo hier hinten. Ja, so, hier ein bisschen Kleinkram. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Wenn ich das jetzt hier einfach mal anwende. Oh, guck mal. Jetzt folgen uns tatsächlich hier drei von diesen reanimierten Ghouls, okay? Geil. Aha. Hier haben wir noch mal ein bisschen. Aber die Idee ist nett. Guck mal, wie viele Viecher wir jetzt mit uns rumschleppen einfach mal. Ne, es ist halt mehr, noch mehr RRPG als Diablo 2 eh schon war. Deswegen muss man hier so ein bisschen mehr was tun. Also. Aktiv rumwuseln. Ich sprach von schönen Erinnerungen. Ich ebenfalls. Ja, ne, schöne Erinnerungen sind bei mir auch das, was er gesagt hat. Kreaturen in fremden Ländern jagen, Rollenspiele, ne, das ist, mach ich auch schon gerne, solange ich lebe. Dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Ja, Ezreth aus der Dunkelheit. Machen wir dir doch mal ein Lichtlein hier auf, ne? Und so. Aber eigentlich wollte ich euch noch ein paar Dinge erzählen rund um Diablo, die ich teilweise gar nicht mitbekommen habe. Wusstet ihr schon von den Exploits? Dienen in eurem Templerorden auch Frauen? Ja. Nein. Sollten die Templer nicht jeden zulassen, der das Böse zu bekämpfen wünscht? Ja. Eine interessante Idee. Ich werde sie den Oberen. Ja, klar wirst du das. Du gehst ja eh nicht wieder zurück im Laufe der Story. Wie dem auch sei. Ja, es gab Exploits, also Leute, die ausnutzen, dass beim Spiel Dinge, nicht wirklich Bugs, aber dass Dinge halt irgendwie so funktionieren, wie Blizzard sich das eigentlich nicht vorgestellt hat. Kein richtiger Fehler, aber eine Fehlfunktion irgendwo schon. Und zwar, dass Necromancer und Dämonenjäger zusammen sich so potenziert haben, dass man theoretisch quasi so unendlich Level hätte schaffen können. Also quasi, dass nur noch von Gegnern abhing, welchen Schaden man austeilt und nicht nur von einem selbst. Und das war nicht so gut. Denn dadurch wurden teilweise Nephalem-Portal-Schwierigkeiten und damit auch legendäre Edelsteinstufen von 146, 147 erreicht. Auch wenn, glaube ich, um die 130 rum das Stärkste war, was ging. Jedenfalls gab es diesmal keine Bannwelle, wie von vielen vermutet. Ja. Die haben einfach alles so ein bisschen wieder resettet. Also alle Leute, die zu starke Sachen haben, haben sie aufs Maximum runtergepusht. Ein bisschen unfair finde ich das schon, weil die das ja erlangt haben durch Fehler und dadurch halt etwas, was sich andere schwerst erarbeiten mussten, relativ leicht jetzt quasi auch so haben. Ne? Weil halt einfach nur... Weil das halt jetzt einfach nur auf... so stark wie geht, wieder runtergesetzt wurde, anstatt dass da Leute, also wenigstens temporäre Bannsets geben können, dafür, dass Leute ausnutzen, dass es Fehler gibt. Aber verstehen kann ich es, auch wenn ich sowas nicht genutzt hätte, weil das ist ein Spiel, das bedeutet mir zu viel, als dass ich da versuchen würde zu mogeln. Der Enkidu. Ein seltsames Gefühl überkommt mich. Wir sind nicht die Ersten, die dieses gefällt. Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckards Büchern studiert. Doch sie mit anzusehen, ist viel grauenvoller. Hm. Ja, das ist meistens so, dass das grauenvoller ist, wenn man dabei ist, als wenn man darüber liest, ne? Erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kinder. Ja, jedenfalls haben sie da mal so ein bisschen direkt was nachgepatcht, damit er wieder raus ist aus dem Spiel. Da gab es jedenfalls direkt erstmal ein paar Fehler. Da haben sich ein paar drüber aufgeregt. Das ging, kam soweit eigentlich auch ganz gut an, die Erweiterung hier. Viele haben sich nur aufgeregt, dass das ja so ein Geschenk für die Community sein soll, man für dieses Geschenk aber 15 Euro ausgibt. Ich finde es nicht schlimm für einen ganzen Charakter, 15 Euro auszugeben. Weil ich mir sage, Blizzard hat da ja auch, ich finde...
dass Blizzard uns das anbietet, ist schon das Geschenk. Wenn Diablo 2 Remastered aufgesetzt wird, dann zahle ich auch 100 Euro dafür. Absolut ungerechtfertigte, ne, weil viel zu überteuert, aber da würde ich 100 Euro dafür zahlen und würde es trotzdem noch als Geschenk ansehen, dass sie das überhaupt programmiert haben. Ne? Ich werde auch bald sterben. Einfach weil. Unsere Gier. Weil das genial wäre. Und hier einen neuen Charakter einzubauen, das finde ich wunderbar. Da habe ich. Ne, also das ist mal wieder ein bisschen mehr Content als gewohnt. In einem Spiel, was man sehr gerne mag. Deswegen finde ich das absolut legitim, da auch zu sagen, es ist ein Geschenk an die Community, um dafür trotzdem 15 Euro zu verlangen. Da haben sich aber viele drüber beschwert. Gerade jetzt auch in Verbindung mit Path of Exile, ne? Haben wir ja auch mal einige Folgen gespielt. Sind in Akt 3 hängen geblieben von insgesamt 4 Akten. Am Anfang von Akt 3. Jedenfalls kam da jetzt ein Umsonst-Patch zu dem eh schon Umsonst-Spiel dazu. Es gibt zwar Micropayments, man kann sich Dinge kaufen im Spiel. Aber man muss das wohl auch absolut nicht tun, um wirklich weiterzukommen in der Story. Ist aber ein bisschen kerniger, ne? Path of Exile ist ein bisschen kerniger. Jedenfalls haben die mit dieser Erweiterung, mit ein paar kleinen Änderungen und so auch teilweise, kann man alte Akte nochmal besuchen und da Dinge neu erleben. Auf jeden Fall haben die da die Geschichte jetzt endlich vervollkommnet, die sie geplant haben, und haben jetzt auch 6 Akte dazu gepatcht. Also größer als das eigentliche Spiel eigentlich war, ist es jetzt. Aus 4 wurden jetzt also insgesamt 10 Akte. Und das ist durchaus so fett wie, ne, das Spiel war ja eh schon eines der besten Rollenspiele überhaupt. Und jetzt wird's noch eine große Ecke besser. Das hat die Community auch mit großem Abstand rein positiv vermerkt, was da geschehen ist. Werden sie euch denn noch nach dem Leben trachten? Ja, ich kenne die Sache auch schon auswendig, mein Lieber. Doch, ich. Jedenfalls, Path of Exile wurde halt richtig abgefeiert. Während die Suchergebnisse auf Google immer so zwischen 15 und 25 und 50 Millionen liegen, ne, was da so wieder so danach gesucht wird im Internet. Also, das ist halt ein ewiges Hin und Her zwischen Path of Exile und Diablo 3. Und an dem Abend hatte Path of Exile so 25 Millionen und statt so wegen und während des Necromancer-Patchs ging es bei Diablo 3 auf 50 Millionen hoch, und dann hat aber Path of Exile seine 6 neuen Akte und die ganzen Inhalte angekündigt und die sind auf 50 Millionen hoch, und ich weiß gar nicht, ich glaube Blizzard ging dann so auf 30 Millionen runter, blieb ein bisschen höher als sonst. Eure Stärke kann sich mit der. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Aber Path of Exile stieg dann bis ins Unermessliche. Der Geist ging dann auch über 100 Millionen Suchergebnisse hoch, was Diablo 3 halt einfach nicht mehr schafft. Der Weltenstein wurde verändert. Das weiß ich. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt. Das weiß ich. Und erreichen kein hohes Alter. Relativ. Ihr irrt euch wieder einmal. Ja. Und wen hast du da mitgebracht? Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Weil sie noch lebt, meine Liebe. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie hat allen Grund, uns zu täuschen. Neigt dieser Hexe kein Ohr. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Ja, auf jeden Fall hat Path of Exile mit der Erweiterung die Ankündigung von Diablos Necromancer-Patch hat Diablo da so ein bisschen eingestampft. Path of Exile ist auch ein geiles Spiel, aber es war mir ein bisschen zu unzugänglich, ein bisschen zu haarig. Wir können Path of Exile gerne nochmal anspielen, auch nochmal von vorne,
weil da jetzt sich ja so viel geändert hat in der endgültigen Fassung, wie es ja jetzt nun von Anfang an geplant war. Aber mein Herz schlägt trotzdem weiterhin für Diablo. Selbst wenn effektiv Perdrixal besser sich als besser herausstellen sollte, würde mein Herz bei Diablo bleiben. Es ist einfach meine Kindheit und basta. Die Story ist einfach in mir drin. Was soll ich erzählen? Also wie gesagt, wegen der Exploits und so, ich glaube 132 war eigentlich das höchste Level, was vorher erreicht wurde. Also hat man da schnell wieder so ein bisschen was zurückgezogen. Es gab aber auch Leute, die haben ruckzuck in den ersten Tagen natürlich schon wieder direkt alles, übertrieben. Und es gab halt diese Account-Rollbacks, anstatt dass da irgendwas gebannt wurde. Viele haben auch gemeckert, dass der Totenbeschwörer allgemein ein bisschen unfertig war, als er ins Spiel kam. Weswegen ja eh noch mal ein bisschen was nachgepatcht wurde. Und viele sagen, der Totenbeschwörer fühlt sich noch nicht so rund an wie die anderen Charaktere. Meine lieben Leute, die anderen Charaktere haben beim Necromancer-Patch ja auch weniger Updates bekommen, weil sie sich auf den Necromancer konzentriert haben. Aber der Necromancer ist jetzt gerade frisch dabei. Die erste Season, das ist mal wieder frisch. Die ganze Season ist jetzt so ein bisschen anders, ein bisschen was Neues, ein bisschen unberechenbar, weil ein ganz neuer Charakter mit dabei ist. Im Gegensatz zu den eingefleischten Charakteren, die auch schon jeder kannte. Natürlich, wenn du über Jahre Charaktere immer wieder besser gepatcht und besser gepatcht hast, ist natürlich der Totenbeschwörer als komplett neuer Charakter erstmal nicht so ausbalanciert wie alle anderen. Das finde ich, erklärt sich von selbst, ne? Eventuell wird jetzt auch für Diablo bald ein Offline-Mode eingeplant, dass man halt nicht dauerhaft online sein muss im Singleplayer, wenn man mit sonst niemandem spielt. Das ist für viele auch interessant, die vielleicht nicht so eine gute Leitung haben. Und dann eventuell mal runterflögen. Diablo 3 ist ja jetzt auf Platz 12 der bestverkauftesten Spiele aller Zeiten, ne? Platz 12. Aber immerhin ist in letzter Zeit das Necromancer-Patch, das gilt ja als DLC, also Downloadable Content, ne? Ist in keiner Box drin und so, kann man sich rein runterladen. Dieses DLC ist auf Platz 1 gewesen. Eine ganze Zeit lang. Was ja immer noch zeigt, auch wenn viele Leute sagen, ja, Geld bezahlen für was ja ein Geschenk sein soll und bla bla bla. Ja, wir wollen richtige Erweiterung oder halt neues Diablo oder sowas und keine Charaktere dazu pushen. Aber dennoch scheint es sich ja über die Maßen gut verkauft zu haben. Von daher würde ich ja jetzt gar nicht mal Angst um irgendwas haben. Ja, mittlerweile wurden auch 14 der 16 gewünschten teilweise hohen Stellen fürs Diablo-Team besetzt. Das finde ich sehr schön. Da kann also wieder fleißig weitergearbeitet werden und eben wahrscheinlich auch in diese Richtung neuer Teil oder neue Erweiterung. Also sollen die Leute mal gar nicht meckern, die sollen einfach noch ein bisschen Geduld beweisen. Allgemein hat Mike Morhaime gesagt, dass er einige neue Konzepte plant im Moment. Blizzard expandiert im Moment ein bisschen. Und dennoch behalten sie sich bei, ne, Qualität. Blizzard steht für Qualität. Und darauf wird weiterhin in erster Linie geachtet. Also es wird nicht passieren, dass irgendein Gulasch rausgehauen wird. Es ist nur so, dass jetzt Mike gesagt hat, wir haben mit Overwatch gesehen aus dem ehemaligen Projekt Titan, dass wir ein tolles neues Universum nach so langer Zeit rausbringen können und das noch gut einschlägt in einem ganz neuen Genre. Wir können es also. Die sind halt motiviert und haben ganz, 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 ganz viele Ideen, von denen viele vielleicht wahrscheinlich nie irgendwo hingelangen werden. Aber er sagte halt, dass ganz viele neue Konzepte da sind, an denen rumprobiert wird und deswegen werden auch immer wieder fleißig Leute eingestellt und man guckt, wohin es führt. Man wird jedenfalls in Zukunft wieder viele, sogar auch neue Projekte von Blizzard erwarten können. Ich bleibe mal gespannt. Ich hole mir im Endeffekt von Blizzard ja eh alles, ne? Das weiß man ja. Boah, ich quatsche zu viel. Lassen wir ihn mal lieber wieder quatschen. Erzählt mir von eurem Vater. Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Caldeum mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Aber so sollte es nicht tun. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Ach ja, der Hedrick, der Verschwiegene. Der Weltenstein war ein antikes Artefakt. Das kennen wir ja. Die ursprüngliche... Das kennen wir ja alles.
will nur wissen, ob der Totenbeschwörer noch was anderes zu sagt. Ich weiß, ein Priester von Ratma war unter denen, die gegen Baal kämpften. Aber als der Weltenstand zerbrach, wurde alles verwüstet. Der Berg Ariad, in dem er ruhte, wurde vernichtet und hinterließ nichts als einen rauchenden Krater. Seitdem hat niemand mehr etwas von Tyrael gehört. Ah, er steht neben dir. War es damals eigentlich nicht gefährlich, Lea auf eure Reisen mitzunehmen, als sie noch ein Kind war? Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Ja, das macht Sinn. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch dich. Ich schätze mich glücklich so auf. Nun schön und gut. Wie sieht es hier hinten mit unseren Freunden aus? So, erstmal haben wir neue Dinge bekommen. Wie sieht es mit dem so aus? Joa, joa, joa. Die Hose ist schon mal schicker. Der ist lange nicht so gut. Joa, joa, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Oh, lohnt sich. Bewährte Panzerschuhe der Invasion. Sieht auch schick aus direkt. Finde ich, lohnt sich nicht. Oh, das lohnt sich, das lohnt sich. Das ist eine wahre Wache. Sturmsense der Egel. Gut, gut. Glaub ja nicht, dass ich nicht bemerke, wie du unseren feinen Helden mit deinen untreuen Augen ausziehst. Ah ja. Ja, genau. Lassen wir die mal ein bisschen quatschen. So, hier ist nix. Ich hab nachgedacht. Das muss wehgetan haben. Ah, ja, gut, oder so. Dann quatschen wir mal. Das zweite Stück ist in Sicherheit, aber ich weiß nicht, wo sich das letzte befindet. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Ah. Warum ist dieser Zirkel hinter eurem Schwert her? Ich kann es wirklich nicht sagen, aber es umgibt sie etwas, eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Merkwürdig. Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Dafür werdet ihr euer Schwert brauchen. Auf jeden Fall. So, er hat nichts Neues. Miriam hat immer was zu erzählen. Die erzählt einfach gerne. Abscheuliche Dinge geschehen sogar, während wir uns hier unterhalten. Das ist mir bekannt. Oh, ihr könnt auch hell sehen. Würde das etwas an eurer Mitteilsamkeit ändern? Er ist ein bisschen direkt. Ich kann die Feuer selbst von hier aus erkennen. Was steht in Flammen? Nur das wahre Böse lässt Unschuldige an einem Krieg leiden, mit dem sie nicht das Geringste zu tun haben. Tja, es gibt viel vom wahren Bösen in der Welt. Ich suche jemanden, der mich ans andere Ufer nach Wertham übersetzen kann. Ich werde euch übersetzen, aber seht euch vor. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Ja, ja. Die sind ja nun wirklich kein Gegner. So, holen wir mal Leas Männer hier für uns zurück. Solange sie kämpfen, haben wir noch eine Chance. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauf nicht weg! Ja, ja. Das würde euren Tod bedeuten! Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das sagst du. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt... Osel Mordreck, ne? Ja, ja. Wie so heißen würde, wäre ich auch stinkig.
Ja, ja, diese Kloppermänner. So einfach. Für eine monströse Kreatur. Bei einer Sache könntet ihr mir behilflich sein. Ich suche nach dem Bruchstück eines Schwertes. Habt ihr es gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Ja, nicht gut. Es wäre besser gewesen, wenn du hier geblieben wärst. Wobei, das ändert auch nicht viel. Magda. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt genau, gebracht. Genau, 100% mehr Schaden, einfach mal so. Ich werde dem ein Ende bereiten. Aber Stufe 50, dafür ist es dann doch wieder scheiße. Der ist gut. Der Handschuh. So. Wollen wir mal zurück reisen. Hat hier jemand was zu erzählen? Nö. Die Szene finde ich deprimierend. Ich will nicht sehen, wie Kane stirbt. So, Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte. Dessen bin ich mir nicht sicher. Die Schuld an seinem Tod tragen andere. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. So scheint es. Ich werde nach ihm suchen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wolfham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich bin vorbereitet. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass also ich habe hier eine Temperatur von 23, 24 Grad im Raum und Wasser ist eigentlich eher immer kälter, so 20 Grad dann. Aber mein Aquarium ist jetzt schon auf dem Weg zu 27 Grad, ist schon über 26 Grad. Langsam wird das Aquarium zu warm. Der Heizstab ist nicht mal im Strom drin. Den hätte ich mir also auch schon schenken können. Ich wundere mich, warum mein Aquarium so heiß wird. Ich meine, der Filter ist der Filter für dieses Aquarium. Ich meine, ich kann, was soll ich machen? Einen Kühlstab einbauen oder was? Ich meine, die Lampe muss ja auch an sein und leuchten und die ist auch für das Aquarium konzipiert. Also weiß ich nicht, was die von einem wollen. Warum das Aquarium jetzt so warm wird durch irgendeine Hexerei hier. Da muss ich eventuell was gegen tun, weil da sollen ja später mal Krebstierchen rein, die nicht unbedingt so heiße Gewässer gewöhnt sind. Also das wäre ja irgendwann ein bisschen viel. Das kann nicht sein, dass das Wasser heißer ist als hier die Raumtemperatur. Das verstehe ich nicht, woran das liegt. Muss ich mal erörtern. Diese verdammte Macht in mir. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Ja, das ist alles dramatisch. Betretet die Höhlen von Aranei oberhalb von Wortham. Ja, nicht nur arme Lea, aber alle. Kane war ein Verlust für alle. Kane war ein guter Mann. Ja, sag ich ja. Über das hinausblickte, was seine Augen ihm zeigten. Sein Tod wiegt in der Tat schwer. Magda ist zu weit gegangen. Ich bin normalerweise kein rachsüchtiger Mensch. Aber in diesem Fall hoffe ich, dass ihr sie leiden lassen werdet. Das macht sie sehr sympathisch, weil ich genauso bin. Ich sage, ich bin auch kein rachsüchtiger Mensch und ich bin kein boshafter Mensch. Aber in manchen Fällen, genauso wie in diesem, bekomme ich harte, harte Rachegefühle. Und das passiert bei mir halt so extrem selten, dass ich dann immer denke, huch, bin ich ein schlechter Mensch? Warum kriege ich solche Gefühle? Und dass die liebe Myriam sowas erzählt, macht sie mir umso sympathischer, weil ich dieses Gefühl kenne. Es ist eine grausame Welt, die uns Deckard Kane auf solche Weise genommen hat. Er hat seinen Frieden gefunden. Ihr möchtet wohl, dass ich den Zirkel für seinen Tod bezahlen lasse. Wir alle müssen zahlen. Seht euch nur einmal Leas Gesicht an. Das arme Mädchen. Welchen...
Tja. So ist das alles. Sir. Sag nichts. Du hattest recht, Iran. Wenn wir mehr Soldaten rekrutiert hätten, wäre Kane vielleicht noch am Leben. Na, ob das gegen Magda was geholfen hätte, da bin ich mir nur noch nicht so sicher, ne? La 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 la. Ach ja, und eine Sache, die ich wahrscheinlich sogar in den Titel schreiben werde, weil es eine größere, ein größeres Announcement ist. Eine Sache hat mich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Sehr überrascht. Erzähle ich euch sofort nach dem Skillen. Rigor Mortis. Giftfähigkeit für langsam getroffene Gegner um ein Drittel 5 Sekunden lang. Reduziert die Angriffsgeschwindigkeit um 30. Ja, das klingt schon mal supi. Überwältigen Essenz erhöht die maximale Essenz um 40. Das finde ich sinnvoller. Dunkle Ernte. Beim Führen einer Sense erhaltet ihr 2% Essenz und Leben pro getötetem Gegner. Das finde ich sogar noch sinnvoller. Ganz ehrlich. Golem. Skelette haben wieder was Neues. Okay, was haben sie denn? Raserei haben wir im Moment. Eure Skelettdiener verfallen in Raserei. Das ist ja angreifen. Eine Skelettdiener helfen euch pro Heil und euch pro Treffer um ein halbes Prozent eures maximalen Lebens, während ihr sie befehligt. Dunkle Heilung. Warum nicht? Das ist gut, denke ich. Später. Später mal. Todesnova hat als einziges noch nichts wieder dazu bekommen. Skelettmagier haben jetzt eine Singularität. Verbraucht eure gesamte Essenz, um einen mächtigen Diener zu beschwören. Jeder verbraucht Essenzpunkte und Schaden aus diesem 3%. Ui. Dabei wird ja echt ein Monstrum beschworen. Wobei ich das, glaube ich, noch sinnvoller finde hier. Dann haben wir hier noch, anstatt Gegner zu durchschlagen, beim ersten getroffenen Gegner fühlt allen Gegner im Kreis von 15 Metern 500% Waffenschaden physischer. Ja, ja. Leichenexplosion. Da haben wir jetzt, lasst bis zu 5 Leichen in der Nähe explodieren, wodurch Gegner im Kreis von 20 Metern den 5 und ein Viertelfachen Waffenschaden als Giftschaden zugefügt wird. Ja, das ist schon wirkungsvoll. Was macht unsere Nova hier im Moment für einen Schaden? Das ist schon wirkungsvoller. Und wir würden endlich mal Leichen verbrauchen. Nova, die alte. Die Leichenexplosion, die können wir halt nicht dauerhaft und eben nur in Abhängigkeit von Leichen dann auch einsetzen. Aber an sich. Die Todesnova. Ich glaube, das machen wir. Oder ist das besser? Verschlingt Leichen im Kreis 60 Meter, um eine Essenz wiederherzustellen. Skrupellos. Verschlingt außerdem eure Diener. Und stellt 10 Essenz für jeden wieder her. Oh Mann. Reanimieren. Da können wir gleich nochmal reingucken. Da haben wir jetzt, Moment, reduziert erlittenen Schaden pro aktiven Reanimierten. Wenn ein Leiche, für die fliehen Gegner und Kaiser sind so vor Furcht, wandelt den Schaden in Giftschaden um. Nö, das finde ich jetzt gar nicht mal so sinnvoll. Gebrechlichkeit erhält jetzt für Schaden durch eure Diener. Verfluchte Gegner explodieren beim Todesversorger bei 100% Waffenschaden, finde ich sinnvoller. Egelfluch hat jetzt Osmose. Jeder verfluchte Gegner erhöht eure Lebensregeneration um 15 pro Sekunde bis maximal 20 Gegner. Das ist natürlich auch nett. Das ist halt mehr der Angriffsfluch, der aber auch schon mal nett ist. Und im Moment, wir brauchen keine Verteidigung. Ich werde niemals hier, und ich werde immer stärker. Also von daher, der die Winkelgeschwindigkeit von Gegnern um 75% verursacht Schaden um 30% reduziert. Aha, erhöht Verlangsamungseffekt auf 100%, anschließend sinkt im Verlauf allmählich wieder auf den normalen Wert. Ja, nun ja. Aber an sich muss ich schon sagen, es ist eine nette Sache. Gut, hier ist auch wieder alles neu. Die Knochenrüstung hat jetzt Verrenkung. Betäubt betroffene Gegner außerdem 2 Sekunden lang, wandelt den Schaden in Giftschaden um.
Das Gespenst, jeder Gegner den Knochengeist auf dem Wesen und diese Schaden um 15% wandelt. Shit, interessant. Das ist eventuell interessant. Und wenn wir jetzt auch Leichen fressen, ist es umso interessanter, wie das klingt. Blutige Pfade kostet 5% Leben. Oh. Entledigt euch eurer sterblichen Hülle und taucht in bis zu 50 Metern Entfernung wieder auf. Also eine Art Teleportation. Das will ich zumindest mal sehen. Okay. Das tut uns ein bisschen weh. Ein bisschen. Aber ich glaube, ich fände es jetzt sinnvoller, jetzt den Knochengeist zu rufen, weil mit der Fähigkeit könnte das in Massen von Viechern richtig was wirken. Ja, meine Lieben, das, was ich jetzt die ganze Zeit erzählen wollte und was ich euch jetzt zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchte, was ich fürchterlich fand, als ich es herausfand. Fürchterlich fand ich, dass Diablo auf der BlizzCon nicht, nee, auf der Gamescom, auf der BlizzCon ist natürlich jeder Teil vertreten, den Blizzard macht. Auf der Gamescom ist Diablo als einziges zum ersten Mal nicht mehr vertreten. Aber es ist halt auch so, die Jahre war es dann meistens so eine Enttäuschung irgendwie für die meisten Leute. Letztes Jahr zur Gamescom, als ich da auch war, konnte man halt zum 20-jährigen Jubiläum Diablo 1 und 2 da spielen. Das ist halt schon bezeichnend. Ne? Ja, okay, cool. Man konnte das in einem nett gemachten Häuschen spielen. Aber man zeigte dadurch auch, wir haben gerade einfach nichts Neues. Und jetzt haben sie halt auf der Gamescom mal einfach gesagt, da wird Diablo diesmal ausfallen. Auf der Gamescom wird von Blizzard diesmal Diablo nicht thematisiert. Was ja auch wieder beweist, Diablo ist der Teil, der von Blizzard im Moment am wenigsten gepusht wird. Es wird einfach mal wieder Zeit, möchte ich damit sagen. Und das bedeutet nicht, dass nicht irgendeine tolle Ankündigung aufgehoben wird für die BlizzCon. Da kann durchaus eine Ankündigung kommen für Diablo. Da ist es ja nun auch schon in, ja gut, schon. Schon ist gut, dass wir haben jetzt Oktober. Ja, sind keine 3 Monate mehr, aber es sind trotzdem noch, ist noch genug Zeit bis zur BlizzCon. Ich glaube, ich mache hier auch erstmal Schluss. Wir können ja nochmal wann anders weiterspielen, aber das sind die Sachen, die ich euch auf jeden Fall erzählt haben wollte. Dinge, die mir juckten, sie mitzuteilen und ich weiß nicht, ich würde ja sagen, ich zock noch ein bisschen für mich, aber ich zock nochmal was anderes mit euch, das seht ihr dann morgen. Und hier ist erstmal Schluss, würde ich sagen, für heute. Ich sag mal, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ihr dürft morgen gerne wieder auch um 18 Uhr einschalten. Dann können wir nochmal ein bisschen Mini-Let's Playen. Und baut mir keinen Unfug. Ja. Ich überlege, ob ich euch noch was erzählen wollte, aber ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich werde ja sicher auch selber noch mal ein bisschen weiterspielen, auch mal mit einem neuen Charakter, mit einem weiblichen Totenbeschwörer vielleicht in eine Season rein und sowas, aber im Moment bin ich zufrieden, wie ich bin. Naja, dann mal. Tüdelü.